Heute ist der erste Sonntag im Monat und wie versprochen starten wir heute mit einem neuen Thema. Das Thema für den Januar wird Wintergemüse sein. Sprich, es gibt jede Menge Wurzelgemüse, sei es in Wirsing, sei es rote Beete, aber auch Äpfel und Birnen gibt es jede Menge. Und was du damit alles anstellen kannst, das zeige ich dir in den nächsten Wochen und wir starten jetzt mit einem Ramen. Ramen mache ich in dem Fall einen vegetarischen Ramen, damit das Gemüse so richtig zur Geltung kommt. Du kannst aber natürlich auch gerne, wenn du möchtest, noch etwas Fleisch hineintun, sprich Hähnchen, aber auch Rindfleisch oder auch ein Fisch. Aber nicht zu lange reden, wir starten gleich durch. Viel Spaß mit dem Video. Schön, dass du dabei bist heute bei unserem Ramen, eine Gemüsesuppe. Dazu habe ich Nudeln, also Mienudeln, Lauch, Austernpilze, Pak Choi, ein Ei und das Innere des Wirsings. Mir reserviert dazu noch eine Misopaste, Salz und Pfeffer zum Würzen und etwas Pflanzenöl. Als erstes erhitze ich etwas Gemüsebrühe. In die kommen dann unsere Mienudeln rein. So wie es in der Packung eben drin steht, werden die gegart. In der Zwischenzeit schneide ich unseren Pak Choi in Achtel. Kannst du aber auch kleiner schneiden, das ist so ein bisschen Geschmackssache, wie man es mag. Und der darf dann mit etwas Öl in der Pfanne anbraten. Du kannst natürlich auch anderes Gemüse nehmen, nur wir haben uns dafür entschieden, das funktioniert mit so ganz, ganz vielen Kohlsorten sehr, sehr gut. In der Zwischenzeit bekommen die Mienudeln noch etwas von der Misopaste, so circa einen Teelöffel zum Aromatisieren. Das schmeckt wahnsinnig toll. Und dann wird der Lauch auch schon geschnitten, welcher auch in die Pfanne kommt und gebraten wird. Das heißt, das ganze Gemüse wird im Endeffekt gegart. Das gebe ich dann später auf einen separaten Teller. Der Wirsing, da habe ich das Äußere für andere Rezepte verwendet. Da nehme ich den Strunk raus, den schneide ich keilförmig raus und den Rest schneide ich in feine Streifen. So, der Lauch hat ausgedehnt, der Lauch ist fertig, kommt nebendran auf den Teller und nun darf der Wirsing auch in der Pfanne garen. Ich habe noch ein bisschen Gemüsewasser mit dazu gegeben von der Gemüsebrühe, damit es etwas schneller geht. Sobald das Ganze gegart ist, kommen dann zum Schluss unsere Austernpilze mit hinein. Ich versuchte immer so ein bisschen die Reihenfolge einzuhalten, was am längsten braucht. Und jetzt geht es auch schon ans Anrichten. Als erstes kommt die Suppe mit unseren Nudeln dazu, dann der Pak Choi, der Lauch, der Wirsing. Und dann die Austernpilze mit dazu und das Ei, das hast du noch gar nicht gesehen. Das habe ich pochiert. Wie das geht, zeige ich dir natürlich gerne in einem entsprechenden Video, was ich dir hier gleich verlinke. Und so sieht das pochierte Ei in unseren Ramen aus. Du siehst, es ist richtig schön flüssig. So, ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Ich setze mich jetzt mit meinem Buch etwas hin, schmöke eine Runde und dir wünsche ich viel Spaß. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt. Und falls du noch kein Abo hast, das gerne noch nachholst und die Glocke aktivierst, damit du keines meiner nächsten Videos verpasst. Auch wenn du die Videos weiterteilst, unterstützt du mich als YouTuber enorm und darüber freue ich mich sehr. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis bald. Deine Silke.